Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 vom Fotoshooting mit Janina und Thorsten in Eckernförde. Nun geht es darum, dass wir den weißen OCF Beauty Dish von Profoto benutzt haben. Und das ist ein faltbarer Beauty Dish, der ziemlich gut funktioniert, aber ich möchte noch ein paar Sachen vorab erklären. Also bleibt dran! Eins gleich vorweg, ich bin nicht ganz blöd, ich kann die schon auseinanderhalten, ich habe hier den silbernen Beauty Dish in der Hand, aber der weiße Beauty Dish, ja, der filmt mich halt. Trotz alledem ist das, was ich jetzt sage, gilt für beide Beauty Dishes und ich gehe nachher auch nochmal so ein bisschen im nächsten Video auf die Unterschiede ein. Aber nun erstmal was Allgemeines. Das hier, das ist der sogenannte Speed Ring von Profoto und hier gibt es schöne Markierung hier, grün und dann hier auch die verschiedenen Farben. Und das kann man ganz leicht zusammenstecken und das ist nämlich der Vorteil. Wenn man das alles zusammenpackt, passt es alles in ein sehr, sehr kleines Täschchen und das ist sehr, sehr leicht und transportabel. Und deswegen, ich bin ein Fan von Falt-Beauty-Dishes geworden und besitze zum Beispiel gar keinen festen Beauty-Dish, denn es gibt welche, die sind ja aus Metall, sind natürlich komplett kreisrund, das ist dieser hier nicht, was einige so durchaus mal als Nachteil betiteln würden. So, und jetzt bereiten wir den nächsten Lichtform mal vor, das ist nämlich der Beauty Dish Silber. Den packe ich in den Speedring rein. Na, für blöde Fotografen ist hier auch immer noch eine Farbmarkierung, hier ist eine Farbmarkierung, da kann man es dann richtig zusammenpacken. Wenn man halbwegs grob motorisch ist, dann klappt das auch. Und wenn man feinmotorisch ist, klappt es sogar noch besser. Also rein, immer ein bisschen knacken. Na, da ist die Führung drin. Und einmal kontrollieren. Ist schnell gemacht und ja, auch da wieder super transportabel. Was man machen kann bei diesen Beauty Dishes, natürlich den In-Diffusor reinpacken, wie bei diesem weißen jetzt hier. Das werde ich gleich machen. Und ich packe gerade in den weißen Beauty Dish den Deflektor rein. Also das heißt, der Blitz blitzt dagegen, dann geht es in den Beauty Dish und das geht dann nach vorne. Thorsten filmt einmal. Genau, ich habe hier kleine Häkchen. Da kann ich dann reinhaken. Wie gesagt, OCF Beauty Dish von Profoto ist sehr, sehr praktikabel, sehr leicht und ja, schnell zusammengebaut. Ich habe den in Weiß und in Silber. Ich favorisiere meistens die weiße Beschichtung anstatt die silberne. Die Silber ist nämlich ein bisschen hart. Genau, Blitz blitzt dagegen. Dann wird das Licht zurückgeworfen und leuchtet dann als Motiv auf unsere wundervolle Janina. Man kann auch an den Seiten, deswegen ist noch so ein Klett, noch einen Diffusor rummachen. Dann wirkt es wie so eine Softbox. Wenn man also sich für eine Lichtform entscheiden müsste, ist so ein Beauty Dish keine schlechte Idee, weil man dann ja verschiedene Sachen nochmal hat. Beauty Dish und quasi eine Softbox. Einmal kurz zur Erklärung, wann benutzt man was? Klassischerweise, es gibt natürlich keine festen Regeln. Also so einen Falt Beauty Dish, den benutzt man überwiegend outdoor und auf Reisen. Und so einen festen Beauty Dish aus Metall, den benutzt man überwiegend im Studio, würde ich mal sagen, beziehungsweise wenn man nicht groß ja, reisen möchte. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser Falt Beauty Dishes. Es gibt die natürlich auch von anderen Herstellern. Profoto ist jetzt nicht wirklich günstig, aber jeder Hersteller hat eigentlich so ein Falt Beauty Dish im Programm. Ich tendiere stark dazu, den zu benutzen. Und man kann den natürlich auch trotzdem im Studio verwenden. Ja, nur weil nicht kreisrund ist, heißt so lange nicht, dass man das nicht machen kann. Ein richtiger Beauty Dish, also richtiger Beauty Dish aus, ja, aus Metall, der hat noch am Rand noch so ein bisschen so ein paar Besonderheiten. Man kann auch eine Barbe dazu packen in der Regel. Man kann in der Regel dieses Teil, also den Deflektor, den kann man noch ein bisschen anders anpassen, dass es noch ein bisschen stärker reflektiert, wenn man es silber nimmt oder auch durchsichtig mit Barbe. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Das können diese Falt Beauty Dishes in der Regel nicht. Allerdings ist das mehr für den mobilen Einsatz gedacht. Der Beauty Dish, sagt man, ist ein etwas härterer Lichtformer. Das stimmt, aber wird dadurch auch sehr gerne verwendet in der Fashion-Fotografie, weil es halt auch schöne Kontraste macht. Genau, jetzt haben wir
bei Janina eine Hose, die durchaus etwas härter ist vom Style. Deswegen finde ich, kann man auch ruhig mal einen härteren Lichtformer nehmen, um es ein bisschen rauszublitzen. Das ist so eine mittelharte Geschichte. Der Weiße bringt noch deutlich mehr, der Silberne bringt noch deutlich mehr Highlights und der Magnum-Reflektor sowieso. Genau, Janina, ne? Präsentieren Sie mal ein bisschen mehr die Hose. Genau, finde ich, sieht nämlich so cool aus, dass man die auch mal zeigen muss. Ne? Genau. Falls ihr das gerade schon gesehen habt, geh mal einen kleinen Schritt zurück, Janina. Dankeschön. Ich halte die Kamera immer gefühlt falsch rum, weil ich ohne Batteriegriff fotografiere. Und ich finde es halt einfach angenehmer, die Kamera so zu halten als anders. Genau, und jetzt kannst du dich ein bisschen anlehnen, kannst ein bisschen posieren. Ein Bein mal nach hinten, ein Bein nach vorne. Sehr gut, sehr schön, sehr gut. Sehr gut. Und man kann auf den Bildern schon sehen, was für ein Glanz der auf dem Bein hinbringt. Und dieser Beauty-Tisch, der schützt noch so ein bisschen den Schatten. Das heißt, man kriegt auch noch so ein bisschen Schattierung ins Gesicht. Und ja, Bilder sind natürlich auch mal spannend, wenn es mal ein bisschen Licht und Schatten gibt. Und genau deswegen ist der Beauty-Tisch halt so beliebt. Ein absoluter Klassiker. Wiegt bummelig 600 Gramm in der Verpackung, so wie ich ihn jetzt habe. Ja? Kann man also gut mitnehmen, passt auch eigentlich in jeden Fotorucksack rein. Ich gehe mal ins Querformat und fotografiere auch da. Sehr gut. Genau, ich achte mal darauf, dass man so ein bisschen, dass Janinas Blickrichtung zu eurer Seite auf der rechten geht. Sieht so aus, als ob sie ein bisschen aus dem Bild rausguckt. Wenn sie zur anderen Seite rausgucken würde, also zur anderen Seite gucken würde, jetzt nach links, Janina, guck mal, sieht so ein bisschen das andere links. Also von mir aus, danke. Dann ja, ist das natürlich, sieht immer so ein bisschen aus, als ob sie aus dem Bild rausguckt. Ganz wichtig, wie ihr es gerade gesehen habt an mir, falsch. Ich habe Janina die Seite genannt, die ich meinte, ich hätte mal ihre Seite nehmen sollen. Das ist ein kleiner Trick. Habe ich aber gerade verkehrt gemacht. Ne? Das andere links, genau. Jetzt mache ich es so, dass ich Janina nochmal so halb fotografiere im amerikanischen Schnitt mit dem Leuchtturm im Hintergrund. Da sollte man so ein bisschen drauf aufpassen, dass der Leuchtturm nicht aus dem Kopf rauswächst, weil das sieht immer unschön aus. Also immer schön den Leuchtturm so ein bisschen an der Seite positionieren. Das gleiche gilt natürlich auch für Bäume und so weiter. Ne? Also immer darauf aufpassen, dass nichts direkt aus dem Kopf eines Models herauswächst. Das ist ein bisschen, sieht immer ein bisschen anfängermäßig aus. Genau. Sehr schön. Ich reduziere mal ein bisschen die Blitzleistung. Das ist ja schon sehr, sehr kräftig, aber dadurch kommen natürlich auch die Farben auch gut raus. Sehr gut. Also ganz natürlich blitzen ist bei dem Wetter eher nicht ganz so angesagt. Das sieht häufig relativ stark geblitzt aus. Ich finde immer, bei Sonnenschein stärker zu blitzen und natürlicher zu blitzen ist leichter als bei so einem bedeckten Wetter wie jetzt. Aber das ist halt natürlich ja, eine Tugend, dass sie halt einfach allgemein nicht so eine hohe Helligkeit haben. Diese Einstellung, die ich jetzt habe, die habe ich natürlich im Sommer eher selten. Und beim Shooting, ich mache es immer so, dass ich auch mal ein paar Bilder zeige. Stört dich jetzt gerade irgendwas oder bist du so zufrieden? Nee, ist gut so. Das sieht gut aus, ja? Ja, ich habe auch immer schöne Positionierung hast du mal drin gehabt. Ich persönlich finde es ja auch cool, wenn du mal hochguckst. Ich mag das Seitliche tatsächlich ein bisschen lieber als das Frontale. Ich auch. Ja, und ja. So kann man sich auch schön beim Shooting dann ja, auch ein bisschen austauschen. Und so kommt man schneller zu schönen Bildern und das ist natürlich immer wichtig.